поселка, в котором я жила. Ну, я жила под Харьковом. Ich stamme aus der Nähe von Charkow in der Ukraine. Leider herrscht dort gerade Krieg. Ständig gibt es Luftangriffe. Überall färbt sich der Himmel rot und schwarz. Meine Katzen hatten schreckliche Angst vor den Bomben und Schießereien. Da habe ich dann beschlossen, mit meinen Katzen aus dem Krieg zu flüchten. Über den Chatdienst Telegram habe ich gesehen, dass es einen Bus von Lemberg nach Wien gibt. Also machte ich mich auf den Weg nach Lemberg und stieg in den Bus. Ich bin sehr dankbar für diese Buslinie. In Wien angekommen, wurden wir in ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge gebracht. Dort haben sie mir gesagt, dass es einen Bus nach Salzburg gibt, den ich nehmen soll. Ich wusste nichts über Salzburg, aber ich dachte, Gott begleitet mich und so bin ich hierher gekommen. Bei uns ist vor allem ein paar Wochen eine Dame aufgeschlagen, hat bei uns Hilfe und Unterkunft gesucht, hatte zwei Katzen dabei und natürlich haben wir ihnen ein Zimmer gegeben. Aber vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass eine der beiden Katzen Nachwuchs bringt. Jetzt haben wir eine Lösung gebraucht, sind zur Caritas gegangen, haben wir mit der Caritas geredet und gemeinsam ist uns dann ziemlich schnell eingefallen, gut, Eiderbichl. Wäre wunderbar. Ich habe bei der Dame gemerkt, dass sie eine sehr enge Bindung zur Katze hat und sehr glücklich ist, wenn sie weiß, dass es den Katzen dann auch wirklich gut geht. Als man mir die Bilder gezeigt hat, wo Elektra untergebracht wird, habe ich mich sehr für sie gefreut und es hat mich beruhigt. Es ist zwar sehr hart, sie vorübergehend abgeben zu müssen, aber wenn ich das alles bisher geschafft habe, dann kann ich auch diesen Schmerz überwinden. Zutraulich, wie man sieht, Gott sei Dank. Genau, die Besitzerin ist jetzt noch mitgefahren, weil sie halt ziemlich schwer fällt, einfach sie auch gehen zu lassen. Und daher ist sie jetzt mit uns dabei, kann sie jetzt eben hier noch verabschieden, sieht auch, wie das jetzt eben hier auch schon so ist für sie. Genau, und jetzt lassen wir sie eben erstmal hier zur Ruhe kommen, dass sie ein bisschen mal alles kennenlernt und dann werden wir eben später auch mal nochmal einen Tierarztbesuch machen, dass wir eben wissen, wie weit sie schon ist eventuell und wann wir etwa damit rechnen können, wann die eben die Kätzchen kommen.